Oli Ost, du bist IB-Fan. Am Samstag geht die Saison los. Wie blickst du dem entgegen? Ja, ehrlich mit gutem Gefühl, weil ich bin endlich froh, dass ich nicht mehr aufs Biathlon schaue und die Schanzen, vier Schanzentournee, wie das alles zusammen heisst. Ich bin etwas angespannt, weil ich nicht ganz weiss, wegen der Goalie-Situation. Ich denke, es gibt eine gute Sache. Vor allem kann man endlich in den Fußball schauen und wir sind ja immer noch zwei Punkte voraus. Also, wir packen das schon. Wenn ich zum Konkurrenz etwas nördlich schaue, sind sehr gute Spieler gekommen. Das macht auch Eindruck, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Aber dafür, wir haben alle behalten. Also, das ist ja auch nicht ohne. So. Ja, man wird es sehen. Aber sicher ist jetzt sind wir alle angespannt, oder? Es muss einfach gut holen von Anfang an. Das ist ganz wichtig, oder? Wenn du auf den Mai blickst, was denkst du da? Was hast du für Gefühl? Auf den Mai, da freue ich mich darauf, dass ich eine Woche unter Alkoholeinfluss festen kann, weil wir endlich mal Meister sind worden. Das ist echt so das, was ich mich freue. Und ja, weil wir dann auch das Double gewonnen haben. Zusätzlich, nicht wahr? Ich gehöre noch zu dieser Generation, die den letzten Meistertitel und den letzten Cup-Finale erleben durfte. Ja. Aber ich gehöre auch zu dieser Generation, die auf dem Bundesplatz war und etliche Niederlagen anschauen musste. Und zu dieser gehöre ich auch. Darum ist es mehr als Zeit jetzt. Was denkst du zum Match gegen St. Gallen? St. Gallen ist ein guter Gradmesser, dass man endlich mal am Hüppi zeigen kann, wie das eigentlich geht mit Fußball. Ich denke, der wird ein bisschen, wir sagen immer bei uns, Hüppi ventilieren, oder? Und ich denke, wir werden 3-1 gewinnen gegen sie. Ja. Mit voller Freude eben erstens, dass es losgeht. Zweitens, ein ganz guter Freund von mir, hallo Danu, ist St. Gauer. Ja, ich freue mich für St. Gallen, dass der Wechsel war mit dem neuen Präsidenten, mit dem neuen Sportchef. Ich finde das gut für den Club. Aber hier ist nichts zu holen, Sven. Entschuldigung, Danu. Hier ist echt nichts zu holen. Muss ja nicht so krass sein wie im Göpp. Aber gewinnen tun wir auf alle Fälle.